Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen, trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten. Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin sein wird. Ich halte sie für eine solche. Ja, also dagegen kann ich nichts machen. Aber ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Ich bitte darum. Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophin bin. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin. Aber ich würde dennoch gerne, ich bin sehr froh, dass wir auf diesen Punkt gekommen sind, ich würde dennoch gerne von Ihnen genauer wissen, wo Sie den Unterschied zwischen Ihrer Arbeit als Professorin für politische Theorie und der Philosophie über politische Fragen, wo Sie diesen Unterschied genau sehen. Wenn ich also an eine Reihe Ihrer Werke denke, etwa an die Vita Activa, dann möchte ich Sie doch unter Philosophie rubrizieren dürfen, solange Sie mir nicht, worum ich Sie sehr bitte, den Unterschied, den Sie für sich ziehen, genauer definieren. Sehen Sie, der Unterschied liegt eigentlich in der Sache selbst. Der Ausdruck politische Philosophie, den ich vermeide, dieser Ausdruck ist außerordentlich vorbelastet durch die Tradition. Wenn ich über diese Dinge spreche, akademisch oder nicht akademisch, so erwähne ich immer, dass es zwischen Philosophie und Politik eine Spannung gibt, nämlich zwischen dem Menschen, insofern er ein philosophierendes, und dem Menschen, insofern er ein handelndes Wesen ist. Eine Spannung gibt, die es in diesem Sinne, sagen wir, bei Naturphilosophie nicht gibt. Der Philosoph steht der Natur gegenüber, eigentlich wie alle anderen Menschen auch. Wenn er darüber denkt, spricht er im Namen der ganzen Menschheit. Er steht nicht neutral der Politik gegenüber, seit Plato nicht. Oh ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt eine Reihe von einer Feindseligkeit gegen die Politik bei den allermeisten Philosophen, ganz wenige ausgenommen, Kant ist ausgenommen, die für diesen ganzen Komplex außerordentlich wichtig ist, weil es keine Personalgeschichte ist. Es liegt im Wesen der Sache selber. Und Sie wollen an dieser Feindseligkeit gegenüber der Politik keinen Teil haben, weil Sie glauben, dass es Ihre Arbeit belasten würde? Ich will an der Feindseligkeit keinen Teil haben. Das heißt, ich will Politik sehen mit von der Philosophie gewissermaßen ungetrübten Augen. Ich verstehe. Noch einmal auf die Emanzipationsfrage. Hat es dieses Problem für Sie gegeben? Ja, also das Problem als solches gibt es natürlich immer. Und ich bin immer eigentlich altmodisch gewesen. Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht stehen, wenn ich einmal so sagen darf. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran liegt, weibliche Qualitäten zu behalten. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Ich selber habe mich irgendwie mehr oder minder unbewusst, auch oder sagen wir besser mehr oder minder bewusst, danach gerichtet. Das Problem selber hat für mich persönlich keine Rolle gespielt. Sehen Sie, ich habe einfach gemacht, was ich gern machen wollte. Ich habe mir nie überlegt, ob eine Frau das nur machen, dass das gewöhnlich Männer machen oder jetzt macht es eine Frau oder so. Es hat mich eigentlich persönlich nicht berührt. Ich verstehe. Ihre Arbeiten, wir werden auf Einzelheiten sicherlich noch kommen,
ist in wichtigen Teilen auf die Erkenntnis gerichtet, unter denen die Bedingungen zu erkennen, unter denen politisches Handeln und Verhalten zustande kommen. Wollen Sie mit diesen Arbeiten eine Wirkung auch in der Breite erzielen, oder glauben Sie, dass eine solche Wirkung in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist, oder ist Ihnen ein solcher Breiteneffekt nebensächlich? Wissen Sie, das ist wieder so eine Sache. Wenn ich ganz ehrlich sprechen Bitte. Soll, dann, wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert. Wenn die Arbeit fertig ist? Ja, dann bin ich damit fertig. Mhm. Was für mich wirklich wesentlich ist, wie mir scheint, ich möchte sagen, all diese Dinge mit der Einschränkung, dass kein Mensch sich selbst kennt, dass man sich nicht selber in die Karten gucken soll, dass man eigentlich so etwas gar nicht machen sollte, was ich eben mit Ihnen mache. Also wenn wir all das, wenn wir das alles einmal unterstellen, dann möchte ich sagen, was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess. Wenn Sie schreiben, dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen? Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt. Ja. Ich zweifle sehr daran, da ich meine Faulheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Aber da man das, wenn Sie ein solches Gedächtnis hätten. Ja, habe ich nicht. Nicht. Das heißt, worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber. Nicht persönlich. Ja. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, im Schreiben adäquat es auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, und wenn ich ironisch reden darf, es ist eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken, und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl. Ja. Noch einmal zum Schreiben. Schreiben Sie leicht? Formulieren Sie leicht? Manchmal ja, manchmal nein. Aber an für sich, ich schreibe niemals, bevor ich nicht sozusagen abschreibe. Mhm. Abschreiben. Ja, ich weiß genau was. Vorher schreibe ich nicht. Ich schreibe meistens nur eine Niederschrift. Und das geht dann verhältnismäßig rasch, weil es eigentlich nur davon abhängt, wie rasch ich tippe. Mhm. Die Beschäftigung mit der politischen Theorie, mit politischem Handeln und Verhalten steht also im Mittelpunkt Ihrer Arbeit heute. Unter diesen Umständen scheint mir besonders interessant, was ich in einem Briefwechsel gefunden habe, den Sie mit dem israelischen Professor Scholem gehabt haben. Darin haben Sie geschrieben, wenn ich zitieren darf, dass Sie sich in der Jugend weder für Geschichte noch für Politik interessierten. Sie sind, Frau Arendt, 1933 als Jüdin aus Deutschland emigriert, damals waren Sie 26 Jahre alt, hat Ihre Beschäftigung mit der Politik, das Aufhören des Desinteressements an Politik und Geschichte, einen ursächlichen Zusammenhang mit diesen Vorgängen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, darüber ließe sich lange reden. 1933 war dieses Desinteressement nicht mehr möglich. Es war schon vorher nicht mehr möglich. Und hatte auch vorher bei Ihnen schon aufgehört? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe doch mit Spannung Zeitungen gelesen. Ich habe doch Meinung gehabt. Ich habe keiner Partei angehört. Ich habe auch gar kein Bedürfnis danach gehabt. Ich war zum Beispiel seit ungefähr 31 fest überzeugt, dass die Nazis ans Ruder kommen würden. Und ich habe doch in ständiger auch Auseinandersetzung mit anderen Menschen über diese Probleme gestanden. Aber systematisch mich mit diesen Dingen befasst, habe ich eigentlich erst in der Immigration. Ich habe eine Zusatzfrage zu dem, was Sie eben gesagt haben.
Ausgehend von der Überzeugung seit 1931, dass der Machtantritt der Nazis sich nicht verhindern lassen würde, hat es Sie nicht gedrängt, aktiv dagegen durch Eintritt in eine Partei etwas zu tun, oder haben Sie dieses nicht mehr für sinnvoll gehalten? Nein, ich persönlich hielt es nicht für sinnvoll. Mhm. Wenn ich es für sinnvoll gehalten hätte, das ist alles sehr schwer nachträglich zu sagen, hätte ich vielleicht etwas gemacht. Ich hielt es für hoffnungslos. Mhm. Gibt es in Ihrer Erinnerung ein exaktes Vorkommnis, von dem an Sie Ihre Hinwendung zum Politischen datieren könnten? Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, ja, die sogenannten Schutzhaften. Ja. Danach, Sie wissen, die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationsläger. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann. Ich habe versucht zu helfen in manchen Dingen, aber das, was mich dann unmittelbar, wenn ich das erzählen darf, ich habe es niemals erzählt, weil es ja auch ganz belanglos ist. Bitte erzählen. Was mich dann unmittelbar aus Deutschland, ich hatte sowieso die Absicht zu emigrieren. Ich war sofort der Meinung, Juden können nicht bleiben. Ich hatte nicht die Absicht, sozusagen in Deutschland als Staatsbürger zweiter Klasse rumzulaufen, in welcher Form auch immer. Ich war außerdem der Meinung, dass die Sachen immer schlimmer werden würden. Trotzdem bin ich schließlich nicht auf so friedliche Weise abgezogen und muss sagen, ich hatte eine gewisse Befriedigung. Ich wurde verhaftet, musste illegal das Land verlassen, ich erzähle es Ihnen gleich. Ich hatte sofort eine Befriedigung darüber. Ich dachte, wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir keiner nachsagen. Mhm. Nun, die Gelegenheit dazu gab mir damals die zionistische Organisation. Ich war mit einigen der führenden Leute damals, vor allen Dingen dem damaligen Präsidenten Kurt Blumenfeld, sehr eng befreundet. Aber ich war keine Zionisten. Man hat auch nicht versucht, mich dazu zu machen. Immerhin war ich natürlich in gewissem Sinne davon beeinflusst, nämlich in der Kritik, in der Selbstkritik, die die Zionisten im jüdischen Volke entfaltet haben. Davon war ich beeinflusst, davon war ich beeindruckt, aber politisch hatte ich nichts damit zu tun. Nun, 1933 trat Blumenfeld und ein anderer, den Sie nicht kennen, an mich heran und sagten zu mir, wir wollen eine Sammlung anlegen aller antisemitischen Äußerungen auf unterer Ebene. Also sagen wir mal Lehrervereine, alle Arten von Berufsvereinen, alle möglichen Fachzeitschriften, dasjenige, was im Ausland nicht bekannt wird. Diese Sammlung zu veranstalten, das fiel damals unter Gräuelpropaganda, wie man es nannte. Das konnte kein Mensch machen, der bei den Zionisten organisiert war. Weil wenn er hochging, die Organisation hochging. Natürlich. Ist auch klar. Natürlich. Willst du es machen? Sag ich, natürlich, ich war sehr zufrieden. Erstens schien mir das sehr vernünftig. Und zweitens hatte ich das Gefühl, man kann doch irgendwas tun. Sie sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit verhaftet. Ja, da bin ich hochgegangen, habe sehr großes Glück gehabt. Bin nach 8 Tagen, glaube ich, rausgekommen, weil der Kriminalbeamte, der mich verhaftete, mit dem freundete ich mich an. Und das war ein reizender Kerl. Der war ursprünglich von der Kriminalpolizei in die politische Abteilung avanciert. Der hatte keine Ahnung, was sollte er. Da sagte mir immer, na, gewöhnlich habe ich doch da jemanden vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Sagte, was tue ich mit Ihnen? Sowas habe ich doch, naja, also
Und dies war in Berlin? Das war in Berlin. Ich habe den Mann leider belügen müssen, denn ich durfte ja die Organisation nicht hochgehen lassen. Ich habe ihm fantastische Geschichten erzählt. Und er sagte immer, ich habe sie ja reingebracht, ich kriege sie auch wieder raus. Nehmen Sie keinen Anwalt, die Juden haben doch jetzt kein Geld. Sparen Sie ihr Geld. Inzwischen hatte die Organisation für mich einen Anwalt besorgt. Natürlich wieder durch Mitglieder. Und diesen Anwalt schickte ich weg, weil ich mich auf diesen Mann, der mich verhaftet hatte, so ein offenes, anständiges Gesicht, ich verließ mich. Und dachte, das ist meine viel bessere Chance als irgendein Anwalt, der ja doch bloß Angst hat. Und Sie kamen raus und konnten Deutschland verlassen? Natürlich. Ich kam raus, musste aber illegal, weil die Sache natürlich weiterging. Und musste dann illegal über die grüne Grenze und so. In dem schon erwähnten Briefwechsel, Frau Arendt, haben Sie eine Art Mahnung Scholems, Sie möchten selbst sich doch bitte als Angehörige des jüdischen Volkes stets betrachten, mit einer klaren Feststellung zurückgewiesen, nämlich, ich zitiere wieder, Jude sein gehört für mich zu den unbezweifelbaren Gegebenheiten meines Lebens und ich habe an solchen Faktizitäten niemals etwas ändern wollen, nicht einmal in der Kindheit. Das heißt, Sie haben also ganz klar festgestellt, dass es für Sie darüber nie etwas zu fragen gab und auch keiner Mahnung bedarf. Dazu hätte ich gerne einige Fragen gestellt. Sie sind 1906 in Hannover als Tochter eines Ingenieurs geboren und in Königsberg aufgewachsen. Können Sie mir aus Ihrer Erinnerung erzählen, was es seinerzeit für ein Kind in Deutschland bedeutet hat, aus einer jüdischen Familie zu stammen? Sehen Sie, in dieser Allgemeinheit könnte ich die Frage nicht wahrheitsgemäß beantworten, wenn ich sie auf mich persönlich zuschneide. Also jetzt müssen Sie mir sagen, was wollen Sie? Ich würde gerne wissen, was Sie, die persönliche? Zunächst einmal, wenn Sie erlauben, Ihre persönliche Erinnerung. Sehen Sie, die erste Sache, ich habe von Hause aus nicht gewusst, dass ich Jüdin bin. Meine Mutter war gänzlich areligiös. Ihr Vater ist früh gestorben. Mein Vater ist früh gestorben. Jetzt klingt alles sehr komisch. Mein Großvater war Präsident der liberalen Gemeinde und Stadtverordneter von Königsberg. Ich komme aus einer alten Königsberger Familie. Und trotzdem, das Wort ist bei uns nie gefallen, als ich ein Kind war, ein kleines Kind war. Und es wurde mir zum ersten Mal entgegengebracht durch antisemitische Bemerkungen, es lohnt sich nicht zu erzählen, von Kindern auf der Straße. Nicht? Mhm. Daraufhin wurde ich also sozusagen aufgeklärt. Mhm. Also in diesem Sinne... War das für Sie ein Schock? Nee. Hatten Sie das Gefühl, jetzt bin ich etwas Besonderes? Ja, sehen Sie, das ist eine andere Sache. Ein Schock war es für mich gar nicht. Ich dachte, na ja, also so ist es, nicht? Mhm. Habe ich das Gefühl gehabt, dass ich etwas Besonderes bin, ja. Und das kann ich Ihnen heute nicht mehr auseinanderklabüstern. Welche Vorstellung Welche das war? Vorstellung? Ich bin der Meinung, objektiv, dass das mit dem Jüdischsein zusammenhängt. Ich wusste zum Beispiel, als Kind, ein etwas älteres Kind jetzt, dass ich jüdisch aussehe. Das heißt, dass ich anders aussehe als die anderen. Das war mir sehr bewusst. Aber nicht in der Form einer Minderwertigkeit, sondern das war eben so. Mhm. Und dann meine Mutter, mein Elternhaus, also sozusagen, war ein bisschen anders, als es gewöhnlich ist. Es war so viel Besonderes daran, auch gegenüber den anderen jüdischen Kindern oder den Kindern aus der Familie sogar, das sehr schwer festzustellen war, wo war nun das Besondere für ein Kind. Ja, ich verstehe. Aber dass das irgendeine Rolle gespielt hat, keine Frage. Ich würde gerne das, was Sie das Besondere Ihres Elternhauses, vor allem also wohl dann Ihrer Mutter genannt haben, etwas erläutert bekommen. Wenn Sie sagen, dass für Ihre Mutter es nie eine Notwendigkeit gegeben hatte, bis Ihnen das auf der Straße zustieß, Sie über diese Volkszugehörigkeit aufzuklären, bedeutet das, dass die Bewusstheit, Jude zu sein, die Sie für sich in dem Brief an Scholem reklamieren, Ihrer Mutter verloren gegangen war, für Sie gar keine Rolle mehr spielte? War hier eine Assimilation geglückt oder gab sich Ihre Mutter der Täuschung hin, dass sie geglückt sei? Meine Mutter war theoretisch nicht sehr veranlagt.
dass Sie da irgendwelche speziellen Vorstellungen gehabt hat, glaube ich nicht. Sie selber kommt aus der sozialdemokratischen Bewegung, aus dem Kreis um die sozialistischen Monatshefte, mein Vater vor allen Dingen, meine Mutter. Ja. Und die Frage hat keine Rolle für sie gespielt. Sie war selbstverständlich Jüdin, sie würde mich nie getauft haben. Ich nehme an, sie würde mich rechts und links geohrfeigt haben, wäre sie je dahinter gekommen, dass ich etwa verleugnet hätte, Jüdin zu sein. Kam nicht auf die Platte sozusagen, kam gar nicht in Frage. Die Frage selber hat natürlich in den 20er Jahren, in denen ich jung war, ja, eine viel größere Rolle gespielt als für meine Mutter. Und für meine Mutter später, als ich erwachsen war, auch eine viel größere Rolle als vorher in ihrem Leben. Das liegt aber an den äußeren Umständen. Ich zum Beispiel glaube nicht, dass ich mich je als Deutsche im Sinne der Volkszugehörigkeit, nicht der Staatszugehörigkeit, ja, wenn ich mal den Unterschied mache, ja, betrachtet habe. Und ich besinne mich darauf, dass ich so um das Jahre 30 herum darüber bereits erbitterte Diskussionen zum Beispiel mit Jaspers hatte. Ja. Er sagte, natürlich sind Sie Deutsch, ich sagte, das sieht man Deutsch, ich bin kein. Und das hat aber für mich keine Rolle gespielt. Ich habe das nicht etwa als Minderwertigkeit empfunden. Sondern das gerade war nicht der Fall. Und das, wenn ich noch einmal darauf zurückkommen darf, auf das Besondere des, ja, Elternhauses. Sehen Sie, der Antisemitismus ist allen jüdischen Kindern begegnet. Und er hat die Seelen vieler Kinder vergiftet. Der Unterschied bei uns war, dass meine Mutter immer auf dem Standpunkt stand, man darf sich nicht ducken. Man muss sich wehren. Wenn also, sagen wir mal, von den Lehrern antisemitische Bemerkungen gemacht wurden, meistens gar nicht mit Bezug auf mich, sondern Bezug auf andere jüdische Schülerinnen, zum Beispiel ostjüdische Schülerinnen, nicht? Ja. Dann war ich angewiesen, von zu Hause sofort aufzustehen, die Klasse zu verlassen, nach Hause zu kommen, alles genau zu Protokoll zu geben. Dann schrieb meine Mutter einen ihrer vielen eingeschriebenen Briefe. Und die Sache war für mich natürlich völlig erledigt. Ich hatte einen Tag schulfrei und war doch ganz schön. Wenn es von Kindern kam, habe ich es zu Hause nicht erzählen dürfen. Das galt nicht. Was von Kindern kommt, dagegen wehrt man sich selber. Und so sind diese Sachen für mich nie zum Problem geworden. Es gab Verhaltungsmaßregeln, in denen ich sozusagen meine Würde behielt und geschützt war. Absolut geschützt zu Hause. Sie haben in Marburg, Heidelberg und Freiburg studiert, bei den Professoren Heidegger, Bultmann und Jaspers im Hauptfach Philosophie und daneben Theologie und Griechisch. Wie ist es zu dieser Studienwahl gekommen? Ja, wissen Sie, das habe ich mir auch oft überlegt. Ich kann dazu nur sagen, Philosophie stand fest seit meinem 14. Lebensjahr. Warum? Ja, ich hatte Kant gelesen. Dann können Sie fragen, warum haben Sie Kant gelesen? Und für mich war es eine Frage, irgendwie, entweder kann ich Philosophie studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Aber nicht etwa, weil ich das Leben nicht liebte, sondern ich sagte vorhin, dieses Verstehen müssen. Ja, das nicht, Bedürfnis das, ja, zu verstehen. Das war sehr früh schon da. Und das legte sich dann auch sehr früh schon. Sehen Sie, die Bücher gab es alle zu Hause. Die, ja, zog man aus der Haben Bibliothek. Sie außer Kant Lektüreerlebnisse, an die Sie sich besonders, ja, erinnern? Erstens Jaspers Psychologie der Weltanschauung, erschien, glaube ich, 1920. Da war ich 21, ja. Daraufhin las ich Kierkegaard. Und das hat sich dann gekoppelt mit der Philosophie. Kam von daher die Theologie hinein? Ja, das hat sich dann so gekoppelt, dass das beides für mich zusammengehörte. Ich hatte dann nur Bedenken, wie man das denn nun macht, wenn man Jüden ist, nicht? Und wie das vor sich geht. Ich hatte doch keine Ahnung.
Nicht? Und da hatte ich schwere Sorgen, die sich dann ohne weiteres beheben ließen. Griechisch ist eine andere Sache. Ich habe immer sehr griechische Poesie geliebt. Und Dichtung hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Und da nahm ich Griechisch dazu, weil das am bequemsten war. Das las ich sowieso, nicht? Oh ja, Respekt. Nein. Ja doch. Nein, das ist so. Ihre intellektuelle Begabung, Frau Arendt, so früh erprobt, sind Sie von ihr als Schülerin und junge Studentin auf eine vielleicht schmerzliche Weise gelegentlich vom Normalverhalten Ihrer Umgebung getrennt worden? Ja, wissen Sie, das hätte so sein müssen, wenn ich's gewusst hätte. Ich war der Meinung, so sind alle. Nicht wann alle. Ist Ihnen dieser Irrtum bewusst geworden? Ziemlich spät, ich will es nicht sagen. Ich schäme mich. Ich war unbeschreiblich naiv. Das lag zum Teil an der häuslichen Erziehung, nicht? Es wurde nie darüber gesprochen. Es wurde nie über Zensuren gesprochen. Nicht? Das galt als minderwertig. Jeder Ehrgeiz galt als minderwertig. Zu Hause. Und da jedenfalls war mir die Sache nicht bewusst. Sie war mir wohl bewusst manches Mal als eine Art von Fremdheit unter den Menschen. Eine Fremdheit, von der Sie glaubten, sie gehe von Ihnen aus? Ja, ja. Ausschließlich. Hat aber nichts mit Begabung zu tun. Habe ich nie mit der Begabung gekoppelt. Resultierte daraus gelegentlich, sagen wir zum Beispiel in jungen Jahren, eine Art Verachtung für die anderen? Ja, das kam vor. Das war schon sehr früh da. Mhm. Das konnte schon sehr früh sein. Und unter solcher Verachtung habe ich schon manchmal gelitten. Nämlich, dass man das eigentlich nicht soll und dass man das eigentlich nicht darf und so weiter. Mhm. Als Sie 1933 Deutschland verlassen haben, sind Sie nach Paris gegangen, wo Sie in einer Organisation arbeiteten, die jüdische Jugendliche in Palästina unterzubringen versuchte. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Ja, wissen Sie, ich will Ihnen darüber, das würde mich zu weit führen, es war eine Normal, ich will Ihnen sagen, was es war. Es war die Jugendallia, eine Organisation, die in Deutschland auf Veranlassung von Recha Freier gegründet worden war, und zwar schon 32. Und dann 33 natürlich ganz groß wurde und dann von Henrietta Soult in Amerika geführt wurde. Organisatorisch, Recha Freier in Deutschland, Henrietta Soult dann in Palästina. Diese Organisation brachte jüdische Jugendliche und auch Kinder, aber bei Kindern, damit habe ich nichts zu tun gehabt, zwischen 13 und 17 nach Palästina, damit sie Ostdeutschland, und hat sie dort in den Kibbuzim untergebracht. Ja. Daher kenne ich diese Siedlung eigentlich verhältnismäßig gut. Und aus einer sehr frühen Zeit. Aus einer sehr frühen Zeit und habe damals einen sehr großen Respekt davor gehabt, wie diese Sache vor sich ging. Die Kinder empfingen eine Berufsausbildung und Schulausbildung. Nun, in Frankreich lag die Sache so, dass die Flüchtlingskinder, wenn sie 14 Jahre alt waren, die Schule beendet, keine Arbeits- und keine Berufsausbildungserlaubnis bekamen. Mhm. Und infolgedessen wurden Zertifikate nach Frankreich abgezweigt. Für Flüchtlingskinder, und ich habe hier und da polnische Kinder untergeschmuggelt, weil das natürlich auf eine Bevorzugung der in Deutschland, aus Deutschland stammenden herauslief. Und das habe ich mit sehr großer Vergnügen gemacht. Es war eine reguläre Sozialarbeit, Erziehungsarbeit. Man hatte große Lager auf dem Lande, wo die Kinder vorbereitet wurden. Sie mussten, wo sie auch Stunden hatten, wo sie Landarbeit lernten, wo sie vor allen Dingen zunehmen mussten. Man musste sie von Kopf bis Fuß anziehen. Man musste für sie kochen. Man musste vor allen Dingen für sie Papiere beschaffen, man musste mit den Eltern verhandeln, man musste sich vor allen Dingen auch Geld besorgen. Das blieb mir auch noch weitgehend überlassen. Ich habe mit französischen Frauen zusammengearbeitet. Also das war ungefähr die Tätigkeit. Nun, aber der Entschluss,
überhaupt aus der Tätigkeit vorher. Ja. Wollen Sie oder nicht? Bitte. Sehen Sie, ich kam aus einer rein akademischen Tätigkeit. Und in der Hinsicht hat das Jahr 33 bei mir einen sehr nachhaltigen Eindruck gemacht. Und zwar erstens positiv und zweitens negativ. Oder ich möchte sagen, erstens negativ und zweitens positiv. Man denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 33 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft, kann ich sagen, dass das eine kuriose Missverständnis ist. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitteschön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Davon konnten wir doch nicht 33 schockartig überrascht sein. Sie meinen, der Schock lag im Jahr 33 darin, dass es vom allgemeinen Politischen ins Persönliche gewendet war? Nein, nicht mal. Erst das auch. Erstens wurde das allgemein Politische ja eine persönliche Schicksal, sofern man herausging, nicht? Ja. Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war ja natürlich nicht der Meinung, dass also nun deutsche Juden oder deutsch-jüdische Intellektuelle, wenn sie in einer anderen Situation gewesen wären, als in der sie waren, sich wesentlich anders verhalten hätten. Der Meinung war ich nicht. Ich war der Meinung, das hängt mit diesem Beruf zusammen. Ich spreche in der Vergangenheit, ich weiß heute mehr darüber als damals. Ich wollte Sie fragen, glauben Sie das noch? Ja, wissen Sie, nicht mehr in dieser Schärfe. Aber das ist im Wesen dieser ganzen Sachen liegt, dass man sich sozusagen zu jeder Sache etwas einfallen lassen kann. Die Leute sind doch, sehen Sie, dass jemand sich gleichschaltete, weil er für Frau und Kind zu sorgen hat, das hat ihm nie ein Mensch übel genommen. Das Schlimme war doch, dass sie dann wirklich daran glaubten. Für kurze Zeit, manche für sehr kurze Zeit. Das heißt, zu Hitler fiel ihnen was ein. Und zum Teil ungeheuer interessante Dinge, nicht? Ganz fantastisch interessante und komplizierte und hoch über dem gewöhnlichen Niveau schwebende Dinge. Das habe ich als grotesk empfunden. Das heißt, sie gingen ihren eigenen Einfällen in die Falle, würde ich heute sagen. Nicht? Das ist das, was passiert ist. Das habe ich damals nicht so übersehen. Und deswegen lag ein besonderer Wert, wenn ich Sie recht verstehe, für Sie darin, aus diesen Kreisen, von denen Sie damals ganz absolut Abschied nehmen wollten, ganz radikal, aus diesen Kreisen, aus der akademischen Arbeit, in eine praktische Sozialarbeit zu kommen. Ja, jetzt die positive Seite ist folgendes. Ich habe damals immer wieder gesagt, einen Satz, darauf besinne ich mich. Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so.
sondern ganz konkret. Wie kann ich, was kann ich machen? Zweitens, wenn ich will, also auf jeden Fall, jetzt will ich mich an der Tat organisieren, zum ersten Mal. Und organisieren natürlich bei den Zionisten. Und es waren ja die Einzigen, die bereit waren. Ich meine, bei den Assimilanten, das hätte ja gar keinen Sinn natürlich, gehabt. Ja. Ich habe damit übrigens wirklich nie etwas zu tun gehabt. Mit der Judenfrage selber habe ich mich vorher beschäftigt. Die Rahel Varnhagen war fertig, ja, als ich Deutschland verließ. Und da spielt das Judenproblem ja eine Rolle. Forschungsarbeit im Auftrag der Hilfsgemeinschaft. Die Notgemeinschaft hat mir damals, ja, ich habe das Stipendium von der Notgemeinschaft gehabt, dieses übliche Stipendium. Ja. Und das habe ich damals auch im Sinne, ich will verstehen, es waren nicht meine persönlichen Judenprobleme, die ich da erörterte. Aber jetzt war es mein eigenes Problem. Und mein eigenes Problem war politisch, rein politisch. Ich wollte in die praktische Arbeit und ich wollte nur in die jüdische Arbeit. Und in diesem Sinne habe ich mich dann in Frankreich orientiert. Nicht? Bis zum Jahre 1940. Ja. Sie sind im Zweiten Weltkrieg dann in die Vereinigten Staaten von Amerika gelangt, wo Sie heute als Professorin für politische Theorie, nicht Philosophie, politische Theorie in Chicago arbeiten, in New York wohnen. Ihr Mann, den Sie 1940 geheiratet haben, ist ebenfalls als Philosophieprofessor in Amerika tätig. Nun ist die akademische Provinz, der Sie inzwischen wieder angehören, nach der Enttäuschung aus dem Jahre 1933, international. Dennoch möchte ich Sie fragen, ob Ihnen das Europa der Vor-Hitler-Zeit, das es nie wieder geben wird, fehlt, wenn Sie in Amerika sind oder wenn Sie nach Europa kommen. Was ist geblieben und was ist unrettbar verloren? Das Europa der Vor-Hitler-Zeit, ich habe keine Sehnsucht. Das kann ich nicht sagen. Was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache. Mhm. Und das bedeutet viel für Sie? Sehr viel. Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten, sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe. Das wollte ich fragen. Sie schreiben heute in Englisch? Ich schreibe in Englisch, aber ich habe die Distanz nie ver-, sehen Sie, es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das furchtbar einfach sagen. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die sind, die bewegen sich da immer irgendwie im Hinter-, in the back of my mind. Also, das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Im Deutschen erlaube ich mir Dinge, die ich mir im Englischen nicht erlauben würde. Mir jetzt manchmal auch schon erlaube, weil ich halt frech geworden bin. Aber im Allgemeinen habe ich, die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe. Das, es gibt auch Leute, während der bittersten Zeit. Immer. Ich habe mir gedacht, was soll man da machen? Nicht, also es ist ja nicht die deutsche Sprache, die verrückt geworden ist, nicht? Und zweitens, es gibt keinen Ersatz für die Muttersprache. Man kann die Muttersprache vergessen. Das ist wahr. Ich habe es gesehen. Was dann entsteht, ist, dass die Leute sprechen die fremde Sprache besser als ich. Ich spreche immer noch mit einem sehr starken Akzent und ich spreche oft nicht, wie man bei uns sagt, idiomatisch. Ja. Das können die alle. Es wird eine Sprache, wo ein Klischee das andere jagt, weil nämlich die eigentliche Produktivität, die man der eigenen Sprache hat, abgeschnitten ist, indem man diese Sprache vergaß. Mhm. Wenn Sie von Fällen gesprochen haben, die Sie getroffen haben, wo die Muttersprache vergessen wurde, war dieses nach Ihrem Eindruck die Folge einer Verdrängung? Ja, sehr oft. Ich habe das gesehen bei Leuten schockartig. Ja. Nämlich, wissen Sie, das Entscheidende ist ja nicht 33, jedenfalls für mich nicht. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren. Wann war das? Das war 43 und erst haben wir es nicht geglaubt.
obwohl mein Mann und ich eigentlich immer sagten, wir trauen der Bande alles zu. Dies haben wir nicht geglaubt, auch weil es ja gegen alle militärischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse war. Mein Mann ist ehemaliger Militärhistoriker, versteht etwas von den Dingen, hat gesagt, lass dir keine Geschichten einreden, das können sie nicht mehr. Nicht wahr? Ja. Yeah. Dann haben wir es ein halbes Jahr später doch geglaubt, weil es uns bewiesen wurde. Und das ist der eigentliche Schock gewesen. Wissen Sie, vorher hat man sich gesagt, ja, man hat halt Feinde in der Welt. Nicht? Das ist doch ganz natürlich. Warum soll ein Volk keine Feinde haben? Das ist eine Bande. Ja? Alles Mögliche. Aber dies ist anders gewesen. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte gut irgendwie noch einmal gut gemacht werden können. Wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Nicht? Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer, sondern ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter. Ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden. Und mit allen anderen Sachen muss ich sagen, die da passiert sind, das war manchmal ein bisschen schwierig und man war sehr arm und man war verfolgt und man musste fliehen und man musste sich durchschwindeln und was immer, nicht wie das halt so ist. Wir waren jung, mir hat sogar noch ein bisschen Spaß gemacht. Das kann ich gar nicht anders sagen. Dies nicht. Dies war etwas ganz anderes. Mit allem anderen konnte man auch persönlich fertig werden. Ich würde gerne von Ihnen hören, Frau Arendt, auf welche Weise, wenn Ihr Urteil über das Nachkriegsdeutschland, das Sie oft besucht haben und in dem Ihre wichtigsten Werke erschienen sind, sich gewandelt hat, von 1945 bis heute. Ich bin zum ersten Mal wieder nach Deutschland 1949 gekommen. Damals im Auftrag einer jüdischen Organisation für die Rettung jüdischen Kulturguts, Bücher im Wesentlichen. Eine Organisation, die ich damals leitete, also was man sagt, Executive Director, ist ja egal. Ich kam mit sehr gutem Willen. Sehen Sie, meine Überlegung seit 1945 war die folgende. Was immer 1933 geschehen ist, ist eigentlich angesichts dessen, was dann geschah, unerheblich. Gewiss, die Treulosigkeit der Freunde, wenn man es mal so böse sagen darf. Die Sie persönlich erfahren haben. Natürlich. Wissen Sie, wenn einer wirklich Nazi wurde und dann Artikel darüber schrieb, nicht? Na, das... Nicht wahr, da brauchte er sich ja mir gegen, ich habe sowieso mit ihm nicht mehr gesprochen. Aber er musste sich nicht mehr brauchte sich ja bei mir nicht mehr zu melden, der war ja abgemeldet, nicht? Das ist doch klar. Nun, aber das waren ja alles keine Mörder. Nicht? Das waren ja nur Leute, wie ich heute sagen würde, die in ihre eigenen Fallen gegangen waren. Dies hatten sie ja auch nicht gewollt. Infolgedessen schien mir, dass gerade in diesem Abgrund sich eine Basis geben sollte. Und das ist auch in vielen persönlichen Dingen durchaus der Fall gewesen. Ich habe mich mit Leuten auseinandergesetzt, ich bin nicht sehr freundlich, ich bin auch nicht sehr höflich, ich sage meine Meinung und so weiter, aber irgendwie haben sich die Dinge wieder in Ordnung gezogen mit einer Reihe von Leuten. Wie gesagt, das sind ja alles nur Leute, die gelegentlich ein paar Monate oder schlimmstenfalls ein paar Jahre irgendwas gemacht haben, weder Mörder noch Denunzianten, oder wie gesagt, nicht Leute, denen was eingefallen war. Aber dann natürlich das größte Erlebnis, wenn man nach Deutschland zurückkommt, abgesehen von dem Wiedererkennungserlebnis, das ja in der griechischen Tragödie immer
der Drehpunkt der Handlung ist, nicht? Ja. Die Anagnosis. Ja. Das könnte man da wirklich einmal erleben, was das eigentlich ist, nicht? Das ist eine große Erschütterung. Zweitens, dass auf der Straße Deutsch gesprochen wurde, hat mich unbeschreiblich gefreut. Ja. Mit dieser Vorstellung kamen Sie 49. So ungefähr kam ich, nicht? Und heute, wo ja die Dinge wieder alle sich fest, also in ein festes Gleis, sagen wir einmal, gekommen sind, da sind die Abstände eher größer geworden, als sie vorher waren. Als sie damals waren, in dieser Erschütterung. Weil Sie die Verhältnisse, die Dinge hierzulande, für Ihr Gefühl zu schnell wieder in ein festes Gleis geraten sind? Ja, und auch manchmal natürlich in ein Gleis, das ich nicht bejahe. Wobei ich mich aber nicht verantwortlich fühle, sondern ich sehe es von außen, nicht? Ja. Und das heißt, ich bin heute viel weniger beteiligt, als ich damals noch war. Das kann ja auch an der Zeit liegen. Hören Sie, 15 Jahre ist ja auch kein Pappenstiel. Natürlich. Nicht wahr? Aber Sie würden sagen, wenn man es, soweit das überhaupt geht, in einem Ausdruck zusammenfassen will, stärker gewordene Gleichgültigkeit. Ja, Distanzierung. Gleichgültigkeit ist zu viel. Aber Distanzierung ist wahr. In diesem Herbst, Frau Arendt, ist in der Bundesrepublik Ihr Buch über den Eichmann-Prozess in Jerusalem erschienen. Und diese Arbeit ist seit ihrem Erscheinen in Amerika sehr, sehr heftig diskutiert worden. Und besonders von jüdischer Seite sind Einwände gegen dieses Buch von Ihnen gemacht worden, von denen Sie sagen, dass sie zu einem Teil auf Missverständnisse, zu einem anderen auf eine ganz gesteuerte politische Kampagne zurückzuführen sind. Anstoß hat vor allem die von Ihnen behandelte Frage erregt, wie weit den Juden ihr passives Erdulden des deutschen Mordfeldzuges angelastet werden müsse oder, was der wichtigere Teil in Ihrem Buch ist, wie weit jedenfalls die Kollaboration bestimmter jüdischer Ältestenräte zu einer Art Mitschuld fast geworden ist. Wie dem auch sei, für ein Porträt Hannah Arendts ergeben sich, so scheint mir, aus diesem Eichmann-Buch mehrere Fragen. Darf ich damit beginnen? Schmerzt Sie der Vorwurf, dass dieses Ihr Buch, der Vorwurf von jüdischer Seite, dass dieses Ihr Buch der Liebe zum jüdischen Volk entbehre? Ja, also erst einmal darf ich zum Eichmann-Buch selber mit aller Freundlichkeit Bitte. Feststellen, dass Sie natürlich auch schon ein Objekt dieser Kampagne geworden sind. Ich habe nirgends in dem Buch dem jüdischen Volk, dass sich das nicht widerstehe, vorgeworfen. Das hat ein anderer Mensch getan. Das ist nämlich Herr Hausner von der israelischen Staatsanwaltschaft. Und ich habe die in dieser Richtung von ihm ergehenden Fragen an die Zeugen in Jerusalem töricht und grausam genannt. Ich habe das Buch gelesen, ich weiß dieses, nur richten sich ein Teil der Vorwürfe, die man Ihnen gemacht hat, auf am Ton, in dem manches geschrieben ist. Nun ja, das ist eine andere Sache. Dagegen kann ich nichts sagen und darüber will ich nichts sagen. Wenn man der Meinung ist, dass man über diese Dinge nur schreiben kann, wie soll ich sagen, pathetisch, und indem man, wenn, oder sagen wir mal anders, ich will gar nicht aggressiv werden. Werden Sie aggressiv? Nein, wozu? Sehen Sie, wenn man, es gibt die Leute nehmen mir eine Sache übel. Und das kann ich gewissermaßen verstehen von außen. Nämlich, dass ich da noch lachen kann. Nicht? Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache.
Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Und das sagen Sie, sei der Ton. Nicht der Ton ist, da ist weitgehend ironisch natürlich. Und das ist vollkommen wahr. Das ist genau, der Ton ist in diesem Fall wirklich der Mensch. Wenn man mir also, ich meine, diese Geschichte, dass ich das jüdische Volk angeklagt hätte, das ist eine böswillige Propagandalüge und nichts weiter. Der Ton aber, das ist ein Einwand gegen mich als Person. Dagegen kann ich nichts tun. Verstehen? Das sind Sie bereit zu tragen? Och, gern. Ja. Sozusagen, nicht? Was soll man denn da machen? Ja. Nicht? Da kann man nichts machen. Ich kann den Leuten doch nicht sagen, ich habe, ihr missversteht mich und in Wahrheit geht in meinem Herzen dies und jenes vor. Na, es ist doch lächerlich. Ich möchte in diesem Zusammenhang, Frau Arendt, noch einmal auf ein Selbstzeugnis von Ihnen kommen. Darin heißt es, ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Ich liebe in der Tat nur meine Freunde und bin zu aller anderen Liebe völlig unfähig. Vor allem aber wäre mir diese Liebe zu den Juden, da ich selbst jüdisch bin, suspekt. Ja. Darf ich dazu etwas fragen? So begründet und respektabel und souverän diese Haltung sein mag, bedarf nicht der Mensch als politisch handelndes Wesen der Bindung an eine Gruppe, einer Bindung, die dann bis zu einem gewissen Grade auch Liebe genannt werden kann? Befürchten Sie nicht, dass Ihre Haltung politisch steril sein könnte? Nein, ich würde sagen, die andere ist politisch steril. Darüber würden wir ein langes Kolloquium haben. Sehen Sie, zu einer Gruppe zu gehören, ist erst einmal eine natürliche Gegebenheit. Sie gehören zu irgendeiner Gruppe durch Geburt, immer. Jetzt zu einer Gruppe zu gehören, wie Sie es im zweiten Sinne meinen, nämlich sich zu organisieren, das ist etwas ganz anderes. Diese Organisation erfolgt immer unter Weltbezug. Ja. Das heißt, das, was diejenigen miteinander gemeinsam haben, die sich jetzt organisieren, ist, was man gewöhnlich Interesse nennt. Also das, was inter ist, das, was dazwischen liegt, der eigentlich weltliche Bezug. Der direkte, personale Bezug, in dem man von Liebe sprechen kann, der existiert natürlich in der wirklichen Liebe in der größten Weise. Und zweitens existiert er zu einem gewissen Sinne auch in der Freundschaft. Da geht es wirklich dir, da wird die Person direkt unabhängig von dem Weltbezug angesprochen. So können, sagen wir, Leute verschiedenster Organisationen immer noch persönlich befreundet sein. Wenn man diese Dinge miteinander verwechselt, wenn man also die Liebe an den Verhandlungstisch bringt, um mich mal ganz böse auszudrücken, so halte ich das für ein sehr großes Verhängnis. Sie halten es für apolitisch. Ich halte es für apolitisch, ich halte es für weltlos. Und ich halte es wirklich für einen ganz großen, ein großes Unheil. Und ich gebe zu, dass das jüdische Volk ist überhaupt das Musterbeispiel eines durch die Jahrtausende sich erhaltenden weltlosen Volksverbands. Welt im Sinne Ihrer Terminologie als Raum für Politik. Als Raum für Politik und auch als öffentlichen Raum. Also als ein apolitisches Volk? Das würde ich nicht ganz sagen, denn die Gemeinden waren natürlich mitpolitisch. Die Religion ist eine Nationalreligion. Man kann es nicht apolitisch, aber doch eben politisch mit sehr großen Einschränkungen. Ja. Sehen Sie, diesen Weltverlust, den das jüdische Volk erlitten hat, in der Zerstreuung, der dann wie bei allen Paria-Völkern, eine ganz eigentümliche Wärme zwischen denen, die dazugehörten, erzeugt hat. Eine Wärme, die ich sehr gut kenne. Dieses hat sich geändert in dem Moment, wo Israel gegründet wurde, eigentlich schon als das jüdische Nationalheim in Palästina entstand. Ist damit etwas verloren gegangen, dessen Verlust Sie beklagen? Ja, man zahlt teuer für die Freiheit. Wissen Sie, ich habe mal gesagt, die spezifisch jüdische Menschlichkeit,
nicht? Die ja doch was sehr Schönes war. Sie sind zu jung, Sie werden das gar nicht mehr gekannt haben. Es war was sehr Schönes. Dieses außerhalb aller gesellschaftlichen Bindungen stehen, diese völlige Vorurteilslosigkeit, die ich also sehr stark gerade bei meiner Mutter erlebt habe, die das noch einmal gegenüber der jüdischen Gesellschaft noch einmal praktiziert, nicht wahr? All das hat natürlich außerordentlich großen Schaden. Man zahlt für die Befreiung. Ich habe mal in der letzten Rede gesagt, ja, 1959. Dass diese Menschlichkeit überlebt den Tag der Befreiheit nicht um 5 Minuten. Sehen Sie, das auch bei uns passiert. Natürlich. Sie möchten es nicht zurückdrehen? Nein, ich weiß, man muss einen Preis für die Freiheit zahlen, aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn gern zahle. Frau Arendt, fühlen Sie sich einer Erkenntnis, die Sie auf dem Wege der politisch-philosophischen Spekulation oder der soziologischen Analyse etwa gewinnen, fühlen Sie sich einer solchen Erkenntnis so sehr verpflichtet, dass Ihnen die Publikation dieser Erkenntnis selbst zur Pflicht wird? Oder erkennen Sie Gründe an, die das Verschweigen einer erkannten Wahrheit erlauben? Ja, wissen Sie, das ist ein sehr schweres Problem. Das ist im Grunde die einzige Frage, die mich an der ganzen Kontroverse über das Eichmann-Buch interessiert hat. Sie ist zwar nie aufgekommen, außer wenn ich sie angeschnitten habe. Ich habe sie öfters angeschnitten in Vorträgen. Sie ist die einzig ernste Frage, als übrigens doch reines Propagandagewäsch. Fiat veritas pereat mundus. Nun, das Eichmann-Buch hat de facto solche Dinge nicht angerührt. Dadurch wird im Grunde niemand das Interesse, legitimes Interesse, wirklich beeinträchtigt. Man glaubt es nur. Ja, wobei Sie, was legitim ist, natürlich der Debatte überlassen müssen. Ja, Sie haben recht. Was legitim ist, steht noch einmal, ja, Sie haben recht. Wobei ich eben wahrscheinlich unter legitim anderes verstehe, ja, als die jüdischen Organisationen. Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Aber nun nehmen wir doch einmal an, es seien wirkliche, also auch von mir anerkannte, ja, Interessen im Spiel. Darf man dann eine erkannte Wahrheit hätte verschweigen? Hätte ich es getan? Ja, geschrieben hätte ich es. Veröffentlicht? Nein. Auf keinen Fall nehmen wir an, es hat mich jemand gefragt, wenn Sie das und das vorausgesehen hätten, hätten Sie das Eichmann-Buch nicht anders geschrieben? Ich habe geantwortet, nein. Ich hätte entweder ich wäre vor der Alternative gestanden, zu schreiben oder nicht zu schreiben. Ja. Man kann ja die Schnauze haben. Ja. Man muss ja nicht immer sagen. Jetzt gibt's aber Folgendes. Sehen Sie, wir kommen ja auf die Frage dessen, was man im 18. Jahrhundert die Tatsachenwahrheiten genannt hat. Soll man es handelt sich ja nur um Tatsachenwahrheiten. Es handelt sich ja nicht um Meinungen. Ja. Nun, für diese Tatsachenwahrheiten sind die historischen Wissenschaften die Hüterinnen an den Universitäten. Nicht immer die allerbesten gewesen. Nein, sie fallen um. Sie lassen sich vom Staat vorschreiben. Sie sagen, wie man mir berichtet hat, irgendein Buch über die Entstehung des Ersten Weltkriegs, sagt ein deutscher Historiker, ich werde mir von Ihnen nicht die Erinnerung an diese erhebende Zeit vermasseln lassen. Na, also gut, das ist er, also ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Das ist ja nicht interessant. De facto ist er der Hüter der geschichtlichen Wahrheit, der Tatsachenwahrheit. Und diese Hüter, wie wichtig die sind, wissen wir zum Beispiel aus dem bolschewistischen Geschichte, wo Geschichte alle 5 Jahre umgeschrieben wird. Nicht? Und die Tatsachen, zum Beispiel, dass es einen Herrn Trotzke gegeben hat, unbekannt bleiben. Wollen wir dahin? Haben die Regierungen daran ein Interesse? Ein Interesse möglicherweise. Haben sie darauf ein Recht? Haben Sie ein Recht darauf? Sie scheinen doch selber nicht zu glauben, dass Sie ein Recht darauf hätten, denn sonst würden Sie ja Universitäten überhaupt nicht dulden. Also gibt es ja doch ein Interesse auch der Staaten selber an der Wahrheit. Ich meine hier jetzt keine Militärgeheimnisse. Ja, ja. Das ist eine andere Sache. Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück.
Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Weil 20 Jahre vielleicht noch zu wenig sind? Ja, das sagen manche Leute. Und andere sagen, nach 20 Jahren kann man die Wahrheit ja gar nicht mehr herauskriegen. Das heißt, in jedem Falle besteht das Interesse, sich selber reinzuwaschen. Das ist kein legitimes Interesse. Sie würden also im Zweifelsfalle der Wahrheit den Vortritt lassen? Ich würde sagen, dass Unparteiischkeit, das ist in die Welt gekommen als Homer. Auch für den Besiegten. Richtig. Wenn des Liedes Stimmen schweigen von dem überwundenen Mann, dann lass mich vor Hektor zorgen, nicht? Das hat Homer getan. Dann kam Herodot und hat gesagt, die großen Taten der Griechen und der Barbaren. Aus diesem Geiste kommt die ganze Wissenschaft, auch noch die moderne, auch die Geschichtswissenschaft. Wenn man dieser Unparteiischkeit nicht fähig ist, weil man vorgibt, sein eigenes Volk so zu lieben, dass man ihm dauernd, die Wahrheit vorher zu enthalten meint. Oder ist dauernd geschmeichelt. Ihm Schmeichelreden, ihm Schmeichelvisiten sozusagen bei ihm ablegt. Dann kann man nichts sagen, kann man nichts machen. Ich bin der Meinung, dass das keine Patrioten sind. In einem Ihrer wichtigsten Werke, Vita Activa oder vom tätigen Leben, nach meinem Eindruck wichtigsten Werke, kommen Sie zu dem Schluss, Frau Arendt, dass die Neuzeit den Gemeinsinn, also den Sinn für die Erstrangigkeit des Politischen, entthront hat, und Sie bezeichnen als die modernen gesellschaftlichen Phänomene die Entwurzelung und Verlassenheit des Massenmenschen und den Triumph eines Menschentyps, der im bloßen Arbeits- und Konsumvorgang sein Genügen findet. Ich habe dazu zwei Fragen. Zunächst, wie weit ist eine philosophische Erkenntnis solchen Grades auf persönliche Erfahrungen angewiesen, um einen Denkvorgang in Gang zu bringen? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt. Der ohne persönliche Erfahrung. Das heißt, alles Denken ist Nachdenken. Der Sache Nachdenken. Ich lebe in der modernen Welt. Und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrungen. Im Übrigen ist das ja von vielen anderen auch festgestellt worden. Sehen Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur zwei Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, in dem das Leben schwingt, alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und, wie mir scheint, auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden. Als Raum, in dem man wohnt. Und der anständig aussehen muss. In dem natürlich auch Kunst erscheint. Ja. In dem alles Mögliche erscheint. Sie besinnen sich, Kennedy hat versucht, den Raum des Öffentlichen ganz entscheidend zu erweitern, indem er die Dichter und sonstige Taugenichtse ins Weiße Haus geladen hat, nicht? Also das alles könnte noch mit in diesen Raum gehören. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische und auf sich selbst. Und da haben Sie den Zusammenhang mit der Verlassenheit. Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Ich kann hier jetzt im Moment nicht darauf eingehen, es würde uns zu weit führen. Und diese Verlassenheit ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, in dem dann nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten tritt. Des öffentlichen Handelns. Ja. Eine zweite Frage in diesem Zusammenhang also. Sie kommen zu dem Schluss, dass die, ich zitiere, eigentlichen weltorientierten Erfahrungen, gemeint also Einsichten und Erfahrungen höchsten politischen Ranges, sich mehr und mehr dem Erfahrungshorizont der durchschnittlichen menschlichen Existenz entziehen. In diesem, was menschliche Existenz anlangt, wichtigsten Aspekt, so sagen Sie, ist heute das Vermögen zu handeln auf wenige beschränkt.
Was bedeutet dies in der praktischen Politik, Frau Arendt? Wie weit wird unter diesen Umständen eine Staatsform, die theoretisch auf der Mitverantwortung aller Staatsbürger beruht, zu einer Fiktion? Ja, ich will das mal ein bisschen einschränken. Sehen Sie, erstens besteht diese eine Unfähigkeit des sich wirklich sachgemäß Orientierens nicht nur für die breite Masse. Es besteht ebenfalls für alle anderen Schichten, ich würde sagen, selbst für den Staatsmann. Der Staatsmann wird umgeben, eingekreist von einem Heer von Experten. Und eigentlich wäre hier die Frage zu stellen, zwischen dem Staatsmann und dem Experten. Der Staatsmann muss ja schließlich die Entscheidung treffen. Er kann sie sachgemäß ja kaum treffen. Er kann ja all das gar nicht wissen. Ja. Er muss es nehmen von Experten. Und zwar von Experten, die sich prinzipiell immer widersprechen müssen. Nicht jeder vernünftige Staatsmann holt sich die entgegengesetzten Expertisen ein. Denn sonst kann er muss die Sache ja von allen Seiten sehen. Ja. Nicht wahr? Dazwischen muss er urteilen. Und was dieses Urteilen ist, ein höchst mysteriöser Vorgang. Nicht? In dem äußert sich dann der Gemeinsinn. Was nun die Masse der Menschen betrifft, so würde ich folgendes sagen, wo immer Menschen zusammen sind, ganz egal in welcher Größenordnung, bilden sich öffentliche Interessen. Nach wie vor. Und bildet sich Öffentlichkeit. Und in Amerika, wo es ja immer noch diese spontanen Vereinigungen gibt, nicht, die dann auch wieder auseinandergehen. Ja. Nicht diese Association, von denen schon Tocqueville gesprochen hat. Können Sie das sehr deutlich sehen? Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe, ja? Dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande, in diesen Dingen öffentlich zu handeln. Denn diese Dinge übersehen sie. Das heißt, was Sie sagen, gilt ja nur für die allergrößten Entscheidungen auf allerhöchster Ebene. Und da, glauben Sie mir, da ist der Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Mann von der Straße prinzipiell gar nicht sehr groß. Ich glaube Ihnen das. Sie müssen es mir nicht glauben. Ich habe das nur rhetorisch gesagt. Frau Arendt, Karl Jaspers, Ihr ehemaliger Lehrer, gilt als Ihnen und Sie ihm in besonderem Maße verbunden, als eine Art Dialogpartner in jenem von Ihnen vorhin schon einmal erwähnten, immerwährenden Dialog unter Freunden. Worin sehen Sie den stärksten Einfluss, den Jaspers auf Sie ausgeübt hat? Und sehen Sie, wo Jaspers hinkommt und spricht, ich hoffe, er hört diese Sendung. Da wird es hell. Er hat eine Rückhaltlosigkeit, ein Vertrauen, eine Unbedingtheit des Sprechens, das ich bei keinem anderen Menschen kenne. Dieses hat mich schon beeindruckt, als ich ganz jung war. Er hat außerdem einen Begriff von Freiheit gekoppelt mit Vernunft, der mir, als ich nach Heidelberg kam, ganz fremd war. Ich wusste davon nichts, obwohl ich Kant gelesen hatte. Ich habe diese Vernunft sozusagen in Praxis gesehen. Und wenn ich so sagen darf, ich bin vaterlos aufgewachsen, nicht? Ich habe mich davon erziehen lassen. Oder wenn Sie so wollen, sofern es ihm gelungen ist, ich will ihn um Gottes Willen nicht für mich verantwortlich lassen. Also, weil es irgendeinem Menschen gelungen ist, mich zur Vernunft zu bringen, zu erziehen. Ja, in dem Sinne von zur Vernunft zu bringen, ja. Dann ist es Karl Jaspers nicht. Und diesen Dialog, der ist natürlich heute ganz anders. Das ist eigentlich mein stärkstes Nachkriegserlebnis gewesen, dass es ein solches Gespräch gibt, dass man so sprechen kann. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. In einer Festrede auf Jaspers haben Sie gesagt, gewonnen wird die Humanität nie in der Einsamkeit und nie dadurch, dass einer sein Werk der Öffentlichkeit übergibt. Nur wer sein Leben und seine Person
mit in das Wagnis der Öffentlichkeit nimmt, kann sie erreichen. Dieses Wagnis der Öffentlichkeit, ein Zitat von Jaspers wiederum nun, worin besteht es für Hannah Arendt? Nun, das Wagnis der Öffentlichkeit scheint mir klar zu sein. Man exponiert sich dem Lichte der Öffentlichkeit, und zwar als Person. Wenn ich auch der Meinung bin, dass man nicht auf sich selbst reflektiert, in der Öffentlichkeit erscheinen und handeln darf, so weiß ich doch, dass in jedem Handeln die Person in einer Weise zum Ausdruck kommt, wie in keiner anderen, im Handeln und Sprechen. Das Sprechen ist eine Form des Handelns. Wie in keiner anderen Tätigkeit. Also das ist das eine. Das zweite Wagnis ist, wir fangen etwas an, wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, da auf in irgendeinem schwer genau zu fassenden, grundsätzlichen Vertrauen in das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man.